Herzlich willkommen auf dem Wohnwagenkanal. Habt ihr auch einen etwas älteren Wohnwagen und plant ihr mit der Zeit so ein bisschen aufzuhübschen? Wir haben das vor. Von daher steht heute auf dem Programm Klick-PVC verlegen. Wie das geht, was man dafür braucht und so zwei, drei Tricks für euch haben wir zusammengetragen. Schaut es euch an und viel Spaß dabei. Teil 1 unseres Projektes Pimp My Wohnwagen. Heute steht auf dem Programm, ein neuer Boden soll her. Und wie in den meisten Wohnwagen hatten wir einen Teppich drin und darunter so einen üblen 80er-Jahre-Style-PVC. Und da soll jetzt ein Klick-PVC rein. Also so eine schöne Holzmaserung, Holz zeige ich euch gleich. Und wie das alles vonstatten geht, das zeige ich euch jetzt. Bevor es losgehen kann, kurz einmal ein Blick darauf, was brauche ich eigentlich? Also ich kann euch die Angst nehmen, ihr braucht nichts Besonderes an Werkzeug. Wahrscheinlich habt ihr das ein oder andere so oder so zu Hause. Es fängt an, so ein Wohnwagen hat extrem viele Ecken. Ich habe mich gewundert und ich glaube, von über 20 verlegten Paneelen habe ich nur 3 nicht geschnitten. Das heißt, um sauber zu arbeiten, das A und O, der Zollstock. Und bitte seid damit echt genau, denn es sieht nachher blöde aus, wenn ihr irgendwo Kanten oder Löcher habt oder ein Paneel ist zu kurz, dann fängt man an, das mit Silikon aufzufüllen, die Kante zur Wand. Sieht nicht so schön aus. Genau arbeiten kann man auch hiermit, also ein Winkel. Weniger aber wegen des rechten Winkels an sich, sondern vielmehr, weil man das Paneel in den meisten Fällen anschneidet und dann bricht. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich noch. Und damit man einen sauberen Schnitt machen kann, nimmt man hier diese Metallkante. Wenn ihr jetzt eine Wasserwaage habt aus Alu oder irgendwie sowas, könnt ihr das natürlich auch nehmen. Ich arbeite immer gerne hiermit. Und wir haben darüber gesprochen, ein Cuttermesser. Und an der einen oder anderen Stelle braucht ihr auch so eine kleine Säge. Ihr könnt auch eine Eisensäge nehmen, die habe ich auch zum Teil genommen. Es kommt nur darauf an, dass ihr eine kleine Zahnung habt, weil das extrem und schön sauber das Laminat schneidet. Und zum guten Schluss noch eine Kombizange. Warum eine Kombizange? Ich habe es gerade gesagt, in den meisten Fällen wird das Paneel nicht wirklich durchgeschnitten, sondern man ritzt es an, wie so eine Fliese, und dann kann man es ganz prima knicken. Und sehr häufig bei den kleinen Ecken im Wohnwagen habt ihr ganz kleine Ecken, die ihr aussparen müsst, beziehungsweise die ihr rausschneiden müsst, und dann sägt ihr das an. Und wenn man nicht so viel Kraft dann wirklich in den Fingern hat, nimmt man die Zange und knack, zack, hat man das kleine Stück in der Hand. Also das ist es eigentlich schon. Ein bisschen Geduld und 4-5 Stunden Arbeit, bis es dann liegt und alles ist gut. Das wär's. Los geht's. Es macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten, also mit dem Klick-PVC, und wie man dieses Anschneiden und Abknicken bzw. Zuschneiden macht, zeige ich euch jetzt mal gerade.
So, ich habe mir jetzt einfach mal so ein Reststück von mir genommen, das ist ein bisschen verschnitt, aber das ist egal, es geht ja nur darum, das einmal zu zeigen. Nehmen wir mal an, ihr wollt einfach hier auf dem Brett einen geraden Schnitt haben, einfach weil ihr in die Ecke legen müsst. Dann nehmt ihr euer Winkeldreieck, legt das an, haltet das ziemlich gut fest, nehmt euer Cuttermesser und fahrt einmal entlang dieser Kante. Achtet dabei darauf, dass euch das Material nicht verrutscht, weil sonst habt ihr wirklich runde Kanten und das wäre nicht so schön. Und dann legt ihr das Material einfach hier, ich weiß nicht, sieht man den Knick im Bild, auf die Kante, drückt einmal drauf, zack, und dann hat man es schon durchgetrennt. Bei größeren Stücken einfach wieder hochklappen und die Teile sind perfekt getrennt, wie ihr sehen könnt. Man kann das auch genauso machen, wenn man zum Beispiel eine Rundung hat. Sehr viele Profile, die im Wohnwagen verbaut sind, haben so eine Rundung. Vielleicht jetzt nicht ganz so groß, aber dann nehmt ihr einfach euer Cuttermesser, malt, zeichnet das an, wie ihr schneiden wollt und geht ganz langsam mit dem Cuttermesser so daher. Ich habe jetzt einfach mal darüber gekratzt. Macht das so zwei, dreimal, dass diese Furche recht tief wird. Und dann geht ihr hin und schneidet einfach wie so einen kleinen Fächer hier bis zu eurem Schnitt rein und könnt damit der Kombizange einfach dieses Ding abbrechen. Das ist dann vielleicht noch so ein bisschen fransig, aber da kann man dann einfach mit dem Messer hergehen und es wirklich perfekt rund machen. Also top zu verarbeiten, macht jede Menge Spaß und vor allem man kann wirklich sehr, sehr sauber damit arbeiten. Geschafft. Es ist vollbracht. Und ich denke, wie ihr sehen konntet, war das nicht wirklich ein großes Hexenwerk. Mit ein wenig handwerklichem Geschick und sauberen Arbeiten, also das heißt genau messen, nicht so Pi mal Daumen. Ich habe das an der einen oder anderen Stelle gemacht, habt ihr vielleicht gesehen. Dann wird es nicht ganz so sauber, aber es ist verträglich. Also sauber arbeiten und das funktioniert auch toll. Man konnte sehen, dass das Klicklaminat unheimlich freundlich ist, was die Verarbeitungen angeht. Das heißt, man kann es ganz genau zuschneiden, sogar Rundungen hat man hinbekommen. Und der Punkt allerdings dabei ist, das muss man berücksichtigen, das Zeug ist wahnsinnig schwer. Wir haben jetzt hier, wir haben einen 5,30 Meter Aufbau und wir haben in Summe 5 Quadratmeter gekauft, also zwei Pakete, da sind immer so, na, so 2,5 Quadratmeter drin. Und ein Paket wiegt 17, 18 Kilo. Das heißt,
verlegt man den Boden hier und ich habe in etwa ja, so knapp 4 Quadratmeter verlegt, weil man sehr viel Verschnitt hat durch die ganzen Ecken und Kanten. Packt man sich natürlich allein über den Boden noch mal gut 30, 35 Kilo in den Wohnwagen. Und das sollte man natürlich berücksichtigen, wenn man an das Gesamtgewicht denkt. Also aufpassen. Zum guten Schluss noch der Vollständigkeit halber. Was hat das jetzt gekostet? Also die ganze Sache hat gekostet, ich habe hier noch die Rechnung, 110 Euro hat das Laminat gekostet. Wir haben das bei der Reuth Bodenarena gekauft. Das ist jetzt keine Werbung, aber es war ein unheimlich toller Laden, die vor allen Dingen auch, ich meine, wir haben eine relativ kleine Menge gekauft mit 2 Paketen, sich Zeit für uns genommen haben, Dinge erklärt haben, Unterschiede, einfach eine Top-Beratung. Wie gesagt, ich habe jetzt leider keine 10% dafür bekommen oder werdet ihr auch nicht dafür bekommen, dass ich das erwähne, aber es ist eine Erwähnung wert. Und Reuth Bodenarena, wenn ich mich nicht ganz täusche, findet man auch bei eBay, also das ganze Angebot von denen auch. Sollte man in der näheren Umgebung zu Hause nicht irgendwie einen Laden haben, der das Zeug führt. Dazu kommen noch ein bisschen Silikon für die Ecken, 7, 8 Euro. Das heißt, mit 120 Euro ist man dabei. Und ich denke, ich bereue es nicht. Ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Und das war der erste Schritt auf dem Weg zur Pimp My Caravan. Und zum guten Schluss, sollte es euch gefallen haben, freuen wir uns natürlich über einen Daumen da unten. Und da wir in Zukunft die ganze Renovierung oder das Projekt Pimp My Caravan so ein bisschen dokumentieren werden, könnt ihr uns natürlich auch abonnieren und wir freuen uns drauf. Ebenso freuen wir uns natürlich über jeglichen Kommentar, Hinweis, Fragen. Wenn ihr welche habt, packt sie unten in die Kommentare. Bis demnächst. Ciao.